Also, das Buch Kritik der grünen Ökonomie von Thomas Vattheuer, Lili Fuhr und Barbara Unmüßig scheint mir ein enorm wichtiges Buch zu sein. Und zwar, weil es die Diskussion um Themen wie Green Economy, Green Growth, grüner Umbau der modernen Industriegesellschaften sehr stark voranbringt, aber nicht im Sinne einer, wie soll man sagen, umstandslosen Beförderung aller technologischen Innovationen, die Effizienzgewinne versprechen, sondern in einer grundsätzlichen Perspektivenveränderung, die ungefähr sich so zusammenfassen lässt, dass eben eine grüne Ökonomie nur auf der Grundlage technologischen Wandels überhaupt nicht denkbar ist, weil es Faktoren einer expansiven Wirtschaft, Faktoren von ungleicher Verteilung, Faktoren von benachteiligten Gruppen und indigenen Völkern systematisch ausblendet. Und das Verdienst der Autorinnen und Autoren ist schlicht und ergreifend, alle diese Themen wieder ins Spiel zu bringen. Und es scheint mir erstens überfällig und zweitens hier in diesem Buch sehr gut durchgearbeitet zu sein, sodass man als Leser durch die unterschiedlichsten Facetten, also die Inwertsetzung von sogenannten biologischen Dienstleistungen, CO2-Bepreisung zur Bekämpfung des Klimawandels und so weiter hindurchgeführt wird und eine sehr gute Grundlage bekommt, was die problematischen Aspekte dessen im Einzelnen jeweils sind. Und zum anderen, und das scheint mir das Allerwichtigste zu sein, dass dieses Buch ein entschiedenes Votum für eine Repolitisierung des ökologischen Diskurses darstellt, dass wir Fragen des kulturellen und sozialen Umgangs mit Ressourcen wieder in eine gesellschaftspolitische Debatte zurückführen müssen und dass eine Kultur des Weniger oder der Suffizienz nichts ist, was wir durch Expertenwissen und durch Technologie und Ingenieurwissen herbeiführen können, sondern dass es darauf ankommt, eine neue Debatte darüber zu führen, wie man eine ökologisch befriedete, moderne Gesellschaft herstellen kann. Und das gelingt sehr gut. Und ich hoffe, dass besonders dieser Anstoß der Repolitisierung des ökosozialen Diskurses tatsächlich breiten Widerhall findet, weil das ist exakt das, was wir brauchen. Also ich persönlich denke, dass Fragen einer möglichen Modernisierung moderner Gesellschaften in Richtung einer sozialökologischen Transformation ein Thema sind, was absolut alle denkenden Menschen angeht. Und insofern glaube ich, ist es ein Buch, was für gar keine Zielgruppe spezifisch ist, sondern was von einer breiten Leserschaft aus den unterschiedlichsten Schichten gelesen werden sollte.